Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute müssen wir uns mal um etwas kümmern, über etwas unterhalten, was nicht jeder so richtig gleichmäßig versteht, glaube ich, fürchte ich. Und zwar ist es die Begrifflichkeit des IFACs, also des Individual First Aid Kit. Und dieses Individual First Aid Kit hat seinen Ursprung eigentlich in der Fraktion ballistisch knitterfrei, also im militärischen und im Polizeivollzugsdienst. Da ist das Ganze auch sehr, sehr gern genommen und immer wieder gern gesehen und ein gern gesehener Gast, und das ist auch alles gut und schön und richtig. Der Witz an der Sache, den viele nicht verstehen, dass dieses IFAC, dieses Individual First Aid Kit, nicht heißt, dass jeder ein individuelles Kit hat, da in dieser Gruppe Persönlichkeiten und Menschen, die des Helfens durchaus willens sind, sondern das IFAC bedeutet, dass jedes Individuum das gleiche Kit mit der gleichen Füllung nach Möglichkeit an der gleichen Stelle hat. Jeder aus diesem Team weiß, was in diesem Kit ist, wie es benutzt wird, wie es richtig angewendet wird, und zwar nicht nur weiß, wie es angewendet wird, sondern tatsächlich praktische Erfahrung damit hat. Und zwar so viel, dass es im Stress nicht mehr falsch gemacht werden kann. Und da ist ein ganz großer springender Punkt. Denn bis so ein Körper ein sogenanntes Muskelgedächtnis gebildet hat, um tatsächlich damit richtig gut klarzukommen, bedarf es Minimum 700 fehlerfreier praktischer Wiederholungen. In diesen vorgepackten, die man auch kaufen kann, da sind Nasopharyngealtuben drin, die werden durch die Nase eingeschoben und sollen verhindern, dass die Zunge an den Zungengrund sich anlegt. Es gibt eine ganz andere, ganz viel, viel einfachere Möglichkeit, wie wir bei jemandem tatsächlich den Atemweg freihalten können, wenn denn noch eine Eigenatmung vorhanden ist. Wir drehen ihn in die stabile Seitenlage. Das Video dazu gebe ich euch herzlich gerne hier. Meine damals 5-Jährige kurbelt mich damals in die stabile Seitenlage. Nur weil ich irgendwie regelmäßig zu hören kriege, dass erwachsene Persönlichkeiten mir sagen, ja, kann ich nicht. Wenn meine damals 5-Jährige mit 20 Kilo mich mit 120 Kilo in die stabile Seitenlage gekurbelt kriegt, dann denke ich, ist das von einem erwachsenen Homo sapiens durchaus zu erwarten. Aber ich lasse mich auch gern eines Besseren belehren. Individual First Aid Kit. Wie es so schön in der medizinischen Kochsendung heißt, ich habe da mal was vorbereitet. Das hier ist so ein Kit aus der Fraktion ballistisch knitterfrei, aus dem Polizeivollzugsdienst mit entsprechendem Material gefüllt. Jeder hat dasselbe, jeder weiß, was drin ist und jeder kann damit umgehen. Soweit die Theorie. Da sind aber auch Dinge drin, die im Zivilen einfach keinen Sinn machen, die im Zivilen eventuell sogar gefährlich werden können. Der angesprochene Nasopharyngealtubus, das Bild dazu sehen wir jetzt hier. Dazu müsst ihr aber wissen, wie so ein Nasopharyngealtubus tatsächlich in den Patienten eingelegt wird. Und das ist nicht ganz so einfach, wie es gerne heißt. Und vor allem, wenn dieser Patient diesen Tubus oder überhaupt entsprechende notfallmedizinische Hilfe braucht, dann wird das nämlich eine ganz, ganz andere Nummer. Und es kann auch dabei sehr, sehr viel schief gehen. Deswegen wird von vielen Fraktionen dieser Tubus inzwischen als obsolet abgetan. Ich bin nur der Übermittler der Nachricht. Im Zivilen haben wir eine ganz andere Geschichte. Im Zivilen, und das sage ich immer wieder gern, haben wir pro Jahr zwischen 3.000 und 3.500 Verkehrstote im Straßenverkehr. Und von diesen verbluten etwa 75%, zumeist über die Extremitäten, bevor der Rettungsdienst irgendwo sein kann. Quelle dazu ist ein Artikel aus der Zeitschrift Rettungsdienst. Wenn ich den zu fassen kriege, werde ich den unten in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten sehr, sehr hilfreich ist da auch die Statistik des Statistischen Bundesamts. Auch da wird man sehr, sehr schnell geholfen.
wenn man nach entsprechenden Szenarien filtert. Auch da wird man sehr, sehr schnell fündig, wenn man denn tatsächlich die Filter richtig setzt. Was ist denn nun im zivilen Bereich des Kriegs entscheidend? Todesursache Nummer 1 im Straßenverkehr ist das Verbluten. Bei traumatischen Ereignissen aller Art ist das Unterkühlen oder die gemeine Unterkühlung an sich Todesursache Nummer 2. Auch das kann man verhindern, entweder mit einer Rettungsdecke oder wenn man zum Beispiel im Auto ein entsprechendes Device liegen hat, dann darf durchaus auch die Blizzard-Traumadecke zur Anwendung kommen. Diese Blizzard-Traumadecke, das Video gebe ich euch hier, das haben wir auch hier auf dem Hof im Einsatz. Wir haben das an unsere Standard-Einsatzregeln aufgenommen und diese Traumadecke kommt zur Anwendung bei uns, wenn zum Beispiel bei uns auf dem Reitplatz oder hier überhaupt auf dem Hof ein Reiter das Pferd auf ballistischem Weg verlässt. Denn es kann durchaus passieren, dass auch wir hier auch mal 20 Minuten oder länger auf den Rettungsdienst warten, auch wenn die Rettungswache 5 Kilometer diese Richtung ist. Dass da eine Rettungswache ist, heißt noch lange nicht, dass die ständig tatsächlich oder dass ein ständig ein Rettungswagen da vor Ort ist. Die Rettungswache in Nord-O ist relativ gut frequentiert und ist fast den ganzen Tag ausverkauft, wie es so schön in der Retterei heißt. So, wir haben also gesagt, Verbluten ist ein kriegsentscheidendes Ding und wir haben gesagt, Unterkühlung ist ein kriegsentscheidendes Ding. Gegen das Verbluten, was kann man gegen das Verbluten machen? Man nehme erstmal ein Behältnis und ihr seht schon die Unterschiede. Das hier wird nicht zwangsläufig gesehen. Das hier findet derjenige, der euch helfen will, wenn ihr euch selber nicht mehr helfen könnt. Und das passiert auch mir in einer gewissen Regelmäßigkeit und ist mir früher noch viel mehr passiert. Deswegen, dass ich diese Kids hier in Bund vertreibe und dass ich die beklatsche und besinge, das hat schon einen Grund. Und zwar hat mein Erste-Hilfe-Kit, mein IFAC, wenn man so will, mir mehrfach den Knochenpark gerettet. Und zwar dadurch, dass diejenigen, die mir helfen wollten, das auch gefunden haben. Wenn du sowas hier in deinem Tagesrucksack hast, dann ist das zwar ganz schön und dann ist es nice to have. Wenn du aber eine ähnliche Tasche hast, zum Beispiel von der tasmanischen Tigerin, die ist genauso groß, und da hast du jetzt beispielsweise deine Kabel drin. Kabel, Powerbank, was auch immer. Dann wird dieses Erste-Hilfe-Kit zu finden sehr, sehr schwierig. Nochmal. Der eine oder andere findet das vielleicht furchtbar taktikuncool, aber deswegen heißt es auch Erste Hilfe und nicht Taktikcoolness. Bin ich der Meinung. Diese Taschen gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Da ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Wir haben hier einmal die kleinere Variante, wir haben hier einmal die größere Variante. Beide erfüllen durchaus ihren Zweck. Und beide kann ich sehr, sehr wärmstens empfehlen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Was kommt da denn nun rein? Wenn man so will, ist das eine Art medizinisches Survival Kit. Wir haben hier ein Pflasterset, ein gescheites Pflasterset, ein 14-teiliges Pflasterset wie im Verbandkasten. Wir haben des Weiteren hier drin eine Wound Stop Care One, meine Lieblingstraumabandage, das kennt ihr, das wisst ihr, das ist auch nichts Neues. Rettungsdecke, es darf zur Not auch eine mehr sein oder meinetwegen auch zwei. Oder die von mir beklatscht und besungene Blizzard-Traumadecke im Fahrzeug. Auch das schadet nicht. Wir haben hier eine Schere. Das darf auch gerne die bei mir aus dem Shop mit dem roten Griff sein. Das ist die aus der Zusammenstellung für die Alternative zum Pkw-Verbandkasten. Wir haben hier Handschuhe drin. Wir haben Kompressen drin in ausreichender Zahl für Wundreinigung und Wundversorgung und damit mit diesem Kit für den medizinischen Erstangriff seid ihr soweit wirklich gut gerüstet.
das im Rucksack und euch kann durchaus geholfen werden. Und es ist noch so viel Platz drin, dass persönliche Medikamente, guck mal, es ist noch so viel Platz drin, dass gegebenenfalls zum einen persönliche Medikamente noch reinpassen, es passt noch ein Baumwolldreiecktuch rein oder wenn gewollt. Ein Tourniquet. Ich empfehle das Cat Generation 7. Ja, das ist nicht frei von irgendwelchen Schwierigkeiten. Ja, das ist nicht frei von Übung. Wenn auch frei verkäuflich. Ihr erkennt übrigens den seriösen Händler daran, dass die euch empfehlen, dass ihr euch an dem Material, was ihr euch da kauft, dass ihr euch schulen lasst. Nur mal so unter uns. Das war's also mit dem Erste-Hilfe-Kit bzw. dem IFAC. Was ist und was im Privaten, im Zivilen tatsächlich sinnvoll ist. Kinders, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dürft ihr das Video herzlich gerne teilen. Auch ein Like für dieses Video ist durchaus keine Schande und den Kanal abonnieren darf man auch ganz gern. Dann bleibt ihr nämlich auf dem Laufenden. Und immer dran denken, bei Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal.